Hallo, liebe Kinder. Das ist der Lothar. Der Lothar trinkt gerne Eierlikör. Und das ist die Christina Maria. Hi. Und die trinkt auch gerne einen Eierlikör. Und wie der hergestellt wird? Nein. Das zeigen wir euch jetzt nicht. Stattdessen zeigen wir euch die Flasche. Das ist nämlich gar kein Eierlikör, das ist ein Feierlikör. Der ist nämlich komplett vegan. Sieht so aus wie Eierlikör, schmeckt wie Eierlikör, ist aber vegan. Und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play, was überhaupt nichts mit Computerspielen zu tun hat. Nee, muss ich auch nicht. Nee, sondern mit einem echten Spiel. Und zu einem echten Spiel gehört ein unechter Eierlikör. Prosit. Prostata, wie wir Urologen sagen. Und ich immer gerne sage, Prost, Senna. Oh, das Zeug ist echt verdammt gut. Hm. Was haben wir heute mit euch vor? Und zwar geht es um dieses wunderbare Spiel. Das heißt, würdest du lieber? Wir haben es bei Amazon bestellt. Es sah ganz nett aus. Es ist von Riva. Aber nicht Gerald von Riva? Nee. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen reingeguckt. Es fällt mir aus den Händen. Verspricht Spannung, Spaß und Unterhaltung. Nein, nicht Schokolade. Das war was anderes. Unterhaltung. Beiliegend eine schöne kleine Gebrauchsanweisung, Spielanleitung. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Wir werden die einfache Variante für zwei Spieler. Ich glaube, der Klassiker spielen. Nennt sich das. Der Klassiker. Ich glaube, zu zweit spielen, zu dritt oder noch zu mehreren Leuten. Es gibt eine Sauf-Variante hier. Da muss man allerdings für jeden, wir spielen das heute ohne Punkte, für jeden Punkt, den man hat, oder nee, für jeden Punkt, den man verliert, muss man einen trinken. Wir trinken zwar gerne Eierlikör, aber ich kann ihn viel vertragen. Ich bin... Immer in Maßen trinken. Also das sind diese großen. Eine Maß. Also ein Liter Eierlikör. Ja. Dann tanze ich hier aber auf dem Tisch. Also ich... Ne? Ich liege eher unter selbigem. Ja, ein Gläschen und ich habe einen ganz minimalen Schwips, zwei Gläschen. Ich habe einen leichten Schwips, drei Gläschen. Ich bin ein bisschen angetüdert, vier Gläschen. Ich glaube, dann dürfte ich nicht mehr Auto fahren, wenn ich denn einen Führerschein hätte. Hm. Naja, jedenfalls spielen wir nicht die Trinkvariante und wir spielen auch nicht die Variante für Kreative. Ach, da muss man sich selber was ausdenken. Wir sind zwar kreativ, aber... Nee, die Variante ist doof, das ist alles mit Gruppen. Worum geht's? Es gibt zwei Kartenstapel. Das sind die etwas pikanteren Fragen, die nicht so positiven. Und das blaue sind die positiven. Das Spiel ist selbsterklärend. Wir fangen einfach an. Misch doch mal den einen Stapel. Wollen wir positiv oder negativ spielen? Erstmal, ich glaube, wir fangen mit positiv ja, an, oder? Natürlich. Ja, dann misch doch den, oder du misch den, ich misch den. Mission Possible! Ich kann das allerdings nicht so, wie das in den Western immer machen. Mit nee, so mach das bitte mit meinen neuen Karten. Ich sag ehrlich, ich bin ja auch nicht in einem Western. Dann wäre das ja auch ein Whisky. Und ich würde... Ey, pass auf, wir trinken jetzt für die softe Variante, trinken wir ein Eierlikör und bei der harten Variante, die ihr danach seht, bist du mal in der Stadt, Gringo? Willst du die harte Variante spielen? Naja, ich würde eher so eine furchtbar hübsch designte Ballantines-Flasche rausholen, weil... Nee, da drüben hat es auch versucht. Er hat es nicht überlebt. Oh, Joe, lass mich hier zurück. Zieh ohne mich weiter. Und dann dieser... Wie heißt das? Dieser nicht Heuballen... Steppenläufer. Aber Steppenläufer, der dann durchs Bild rollt. Ach, und da wurde auch... Immer schön getrunken und geraucht in den alten Western. Ach ja. Wie hieß dieser eine Cowboys versus
Aliens oder versus Zombies oder ich glaube Cowboys. Cowboys. Das ist mir schon ein bisschen zu neu, was Western Aliens angeht. Das war wirklich mal ein richtig schräger Western. So, dann fangen wir mit Blau an, ne? Ja. So, die Regel besagt, ich soll zwei Haufen machen. Garten. Zwei Gartenhaufen. Denn wenn ich hier... Kein Facebook-Haufen, das sind diese Emojis, den nicht. Und wenn ich hier noch ganz andere Haufen mache, dann stuft YouTube als das als eklig ein. Zum Beispiel einen Haufen Geld. Wenn ich einen Haufen Geld hätte, dann... Ja, nicht reinspringen, das tut weh. Auch wenn Onkel Dagobert das gerne macht, aber das tut eben echt ein Leben weh. Wenn ich einen Haufen Geld hätte, würde ich kein YouTube machen. Nein, das ist Quatsch, weil das würde ich trotzdem machen. Das macht mehr Spaß. Was würde ich machen, wenn ich einen Haufen Geld hätte? Ich glaube, ich würde es ausgeben. Was würdest du mit einem Haufen Geld machen? Vielleicht... Kommt auf den Aufklang, wie der aussieht. An die Wand hängen. So klassisch, mit so einer Schatztruhe und... So. Diademen. So, und jetzt haben wir einfach diese beiden Häufchen, die ich gemacht habe. Ich habe Haufen gemacht. Ja, ein schöner, ordentlicher Haufen. Ich habe zwei schöne, ordentliche Haufen gemacht. Nein, der Witz wird nicht besser, je häufiger ich ihn sage. Jedenfalls... Oder wie du schön gesagt hast, wird aber zu immer nicht besser. Ich glaube, ich trinke mir noch ein bisschen Witzigkeit hier an. Stößchen. Salute von Kyosho. Schon fast wir alle hier. Kennt ihr eigentlich auch so noch jemand? Ja, wahrscheinlich ein paar Vintage aus Seafans. Also, ne? Man nimmt jetzt hier jeweils zwei Karten. Der Lothar nimmt jetzt zum Beispiel zwei Karten und dann fragt er mich, würdest du lieber das machen oder das machen? Und ich beantworte das dann. Also frage ich zum Beispiel, würdest du dich nie wieder langweilen oder lieber immer gute Laune haben? Hä? Moment. Würdest du lieber dich nie wieder langweilen oder immer gute Laune haben? Mir ist recht selten langweilig, deswegen würde ich lieber immer gute Laune haben. Gute Laune klingt doch gut. Ne? Die kommen jetzt. Ja, irgendwo dahin, genau. Hm. Würdest du lieber Olympiasieger werden oder hochintelligent sein? Oh, eine schwierige Frage. Der ist doch schon hochintelligent. Nein, doch. Nein. Doch. Nein. Der weiß ja mehr als ich und ich weiß ja schon viel. Was? Ich weiß gar nicht viel. Wer auch behauptet denn sowas hier? Ja, ich weiß einen Bekannter von mir, aber nein. Ich weiß zum Beispiel ganz wenig bis fast nichts über das französische Gegenwartstheater. Das ist mir letztens schmerzlich bewusst geworden. Taugt das was? Ah nee, er weiß es ja nicht. Eben. Also, willst du lieber... Ich nehme auch hochintelligent. Hätte ich auch genommen. Olympiasieger. Das ist auch was Schönes, aber dazu mal zu wenig Sport. Ich wollte gerade sagen, was soll ich da werden? Kugelstoßerin? Naja. Nee, aber das ist so Olympia. Kann ich mich nicht so für begeistern. Ich würde vielleicht so... Oh, das wäre cool. So das Feuer reintragen. Aber so schön modern, so auf so einem E-Scooter oder so reinfahren. Oder mit einem alten Vespa und dann so. Oder auf dem Pferd. Vespa P200E. Und dann so schön mit dem olympischen Feuer. Ja, das wäre doch was. So, du bist. Ich wäre dran. So, würdest du lieber dich immer moralisch korrekt verhalten oder beziehungsweise moralisch immer korrekt handeln? Mach das sowieso immer. Oder in die Zukunft sehen können? Ich möchte nicht in die Zukunft sehen, weil wenn... Es kann ja sein, dass man da was ganz Furchtbares sieht. Also ich würde lieber immer moralisch korrekt handeln. Ich glaube ja. Okay. Ja. Weil das ja nichts Schlimmes. Nee, ist was Gutes. Ja, also, ja. Weiter geht's. Würdest du lieber... unsterblich sein. Oder dich von Ort zu Ort beamen können. Ich nehme zweiteres. Das Beamen. Hätte ich auch genommen. Unsterblich zu sein. Ich habe zu viele Vampirfilme gesehen, in denen Vampire Depressionen bekommen haben, ja, oder weil sie unsterblich waren. Die sind dann
von sich aus ins Licht gegangen, nach ein paar hundert Jahren. Nee. Oder auch bei 40k oder so. Du bist. Ja, weiter geht's. Ja. Würdest du lieber 100 Jahre alt werden, jeden Menschen rumkriegen können? 100 Jahre alt werden? Ja. Ich will nur einen Menschen rumkriegen. Jo. Das ist wieder gut. Ja. Außer wenn du jeden rumkriegen würdest oder jede, dann ist das ja gar nicht mehr spannend, oder? Hätte so viel zu tun. Ja, das auch. Du gehst aus dem Haus, zack, kriegst du den ersten rum. Zack, gehst du zum Bus, vor dir, da kommst du gar nicht weit. Dann musst du dich quasi komplett durch den Tag fügeln. Dann gehst du in die U-Bahn. Ne? Oh Gott, stell dir vor, da sind 100 Leute drin. Oder Fahrgäste. Chef, warum sind Sie zu spät, ne? Oder warum bin ich zu spät? Ach, wissen Sie, ich muss ja noch die ganze U-Bahn durchpimpern. Nee, bloß nicht. Würdest du lieber deinen Traumjob ausüben oder essen können, was du willst, ohne zuzunehmen? Essen. Echt? Ja. Lieber als einen Traumjob? Es gibt doch andere gute Jobs. Echt? Krass. Ich würde den Traumjob nehmen. Guck mal, wenn du zunimmst vom Essen, dann kannst du wieder abnehmen, aber den Traumjob kriegst du vielleicht. Ja, aber wie gesagt, die viele. Ja, aber wieso denn doch? Man kann ja, wenn man will, kann man ja abnehmen, aber deinen Traumjob, den kriegst du nicht nochmal. Du weißt. Und wenn du willst, bin ich Manuel Neuer. Hi Manuel. Okay. Du bist. Möchtest du lieber eine Straftat begehen dürfen, ohne dafür belangt zu werden? Ja. Oder dir einen beliebigen Ort zum Leben aussuchen können? Den beliebigen Ort zum Leben. Ja, das klingt doch gut. Da viele schöne Orte. Und viele schöne Straftaten, aber lieber einen tollen Ort zum Leben. Da hat man, glaube ich, mehr von. Oder? Ja. Wobei grober Unfug ist ja auch eine Straftat, aber Leben gibt es gar nicht mehr. Ist ja jetzt inzwischen auch eine Straftat, ist früher so. Leute als Pimmel zu bezeichnen. Da haben wir doch letztens einen schönen Aufkleber gesehen auf dem Tor. Okay. Mit einem gewissen Herrn W. Wir führen das jetzt nicht weiter aus. Würdest du lieber nur noch legendäre Partys veranstalten oder würdest du lieber statt zu sterben ein zweites Leben bekommen? Ich nehme die Partys. Echt? Ja. So ein zweites Leben wäre ganz cool, aber so unsterblich zu sein. Aber stell dir vor, im zweiten Leben kannst du keine Partys machen. Steht da ja nicht. Ja, okay, du kannst natürlich auch eine ganz üble Situation kriegen beim zweiten Leben. Du kannst als Nacktschnecke wiedergeboren werden. Ne? Dann würde ich deine Agaven fressen. Dann würdest du mich wahrscheinlich auf der Schaufel quer durch die Gegend. Du bist. Du bist zur Ecke. Würdest du lieber eine Modelfigur haben oder nie wieder Fehler machen? Nie wieder Fehler machen. Ja. Die Modelfigur habe ich ja schon. Eben. Und für diese Brüste würden manche töten. Ja. Wurde mir auch mal gesagt. Für deinen Hintern. Genau. Hat mir wirklich jemand gesagt. Das habe ich nicht ausgedacht. Also, das ist ein originales Zitat. Aber ich habe kurz überlegt. Aber keine Fehler zu machen, da kann man reich werden, wenn man keine Fehler macht. Schau mal vor, dann machst du ja auch nie Fehler an irgendeinem Test, in irgendeiner Prüfung. Würdest du lieber berühmt sein oder 100.000 Euro gewinnen? Na, ich nehme mal berühmt sein. Würde ich auch machen, weil wenn du berühmt bist, dann ist die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen oder zu verdienen, relativ groß. Wobei man auch vermisst berühmt sein kann, aber die meisten Leute, die berühmt sind, denen geht es doch finanziell ganz gut, oder? Wobei manche werden erst nach dem Tod berühmt. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Wobei Kurt Cobain, der war... Schon zu lebt, er ist schon berühmt. Ja, weil ich glaube, der verkauft jetzt mehr Platten als damals, oder? Kann das sein? Gerade? Also Tupac hat mehr Alben nach seinem Tod als vor seinem Tod rausgebracht. Aber ein tragischer Tod. Ne? Du bist. Würdest du lieber deinen absoluten Traummenschen heiraten oder perfekt 5 Sprachen sprechen?
bin ja nicht so der Heiratsmensch, das weißt du ja. Ja, mach mal heiraten, was soll ich mit 5 Sprachen? Ich kann 2. Ja. Reicht doch. Ne? Eine davon perfekt und eine a little bit of English, ne? Quasi imperfekt. Aha. Hast du gerade gesagt, ich bin unperfekt? Nein, ich wollte nur einen Witz machen mit perfekt und imperfekt. Und Präteritum. Bin aber nicht so der Heiratsmensch. So, Plus perfekt. Und Futur und Futur 2. Wird übrigens sehr selten benutzt. Bin ich, ne? Ja. Ich bin. Bin ich, Christina Maria, frag ich dich. Würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder ein Haus am Meer besitzen? Ich nehme die Vergangenheit. Echt? Ja. Da steht nicht, welche Vergangenheit. Du kannst irgendwie so ein Knecht bei irgendwem sein und boah, du könntest irgendwas Übles im Dritten Reich erleben oder du könntest in irgendeiner Schlacht von Napoleon auf dem Schlachtfeld sein müssen. Also wie in einem Sketch bei Dieter Krebs, ne? Ich würde lieber das Haus am Meer nehmen. Na gut. Außer in den Bergen ist auch schön. Mit Blick aufs Meer. Ja, soll es ja geben. Hier ist dran? Ja. Ich glaube ja. So. Würdest du lieber den Inhalt aller Bücher der Welt kennen oder Alkohol trinken, ohne je einen Kater zu bekommen? Mau. Mau. Prost, mein Eierlikör ist leer. Da muss ich doch nochmal was. Jetzt fällt die Kippe hier in Aschenbecher. Ich würde lieber den Inhalt von allen Büchern der Welt kennen. Guck mal, wie schnell er sein Eierlikör austrinkt, damit er auch noch was kriegt. Hm? Ach nee, du hast noch. Ich hab noch. Ach so. Ich krieg's ja gleich noch eins. Lass mir die Bücher. Ich krieg sowieso nie einen Kater von Alkohol. Also insofern. Außerdem trinke ich auch gar nicht so viel. Da war das dein letzter Mal im Garten, ne? Oder war es eine Katze? Weiß ich nicht. Der immer so, so genau, total cool gechillt durch den Garten marschiert. So, Prostata! Weiter geht's. Weiter geht's. Wer ist dran? Ich glaube du. Bin ich dran. Würdest du lieber mit deinem Lieblingsstar privat befreundet sein oder nie wieder Liebeskummer haben? Ich nehme nie wieder Liebeskummer. Ja, würde ich auch nehmen. Bin ja mit meinem Lieblingsstar befreundet. Also nicht nur befreundet, also schon liiert. Ihr Papa! So, dann bist du dran. Würdest du lieber kostenlos wohnen können oder ein Jahr lang Sommer haben? Also kostenlos wohnen ist ja zeitlich nicht begrenzt und ein Jahr lang Sommer ist zeitlich begrenzt. Also das kostenlose Wohnen, das ist, glaube ich, habe ich, glaube ich, mehr von. Besser als Dr. Sommer. Ja, und man kann ja im Winter, wenn jetzt nicht gerade Corona ist oder so, kann man ja auch irgendwo hinfahren, wo es warm ist, ne? Also insofern. So, die letzten von den positiven Fragen. Würdest du lieber, oh, das finde ich schwierig, würdest du lieber fliegen können oder von jedem Menschen gemocht werden? Ich nehme das Fliegen. Echt? Ja, da kommt man an eure Orte, wo man sonst nicht hin kann. Ah, also ist beides nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht. Die Baumwipfel. Von jedem gemocht werden, das ist ziemlich unrealistisch. Aber dann ist es, glaube ich, auch so, boah, wenn dich jeder mag, dann wenn du dich irgendwie in irgendwas verbessern könnte willst. Könnte anstrengend kriegst, werden. Ja, und da kriegst du ja auch nicht, du kriegst ja niemals eine ehrliche Kritik oder sowas, ne? Eben. Fliegen kann das schon ziemlich geil. Ja, ich glaube, ich würde auch fliegen. Ja. So, Freunde der Sonne, das war's mit den positiven Karten. Ja, hat auch Spaß gemacht. Jetzt haben wir noch Eierlikör. Ich habe ja gesagt, wir machen eigentlich einen Whisky dann zum nächsten Teil. Sollen wir trotzdem Whisky oder beides trinken? Ja. Also sind wir ein bisschen betüdelt gleich. Ja, komm, ich hol mal Whisky.